Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ich wurde gerade unterbrochen von dem Blitz. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Scheiß hier, ey. Wir haben mal wieder bestes Wetter hier, wa? Ich kann kein Wort sehen. Ich mach mal Licht an, damit wir überhaupt was sehen können hier. Auch schlecht, ne? Sieht gruselig aus. Ja, aber leider fehlen noch ein bisschen die Monster und sowas hier im Spiel, ne? Oder so kleine Äffchen, die hier irgendwie auf dem Ast sitzen oder sowas. Flugelefanten oder wie die heißen, keine Ahnung. Oder Frischwasserkrabben und so überhaupt, ne? Dieses Flora und Fauna, da kann man noch ein bisschen was machen, ne? Leute, wir sind jetzt gerade unterwegs. Die Livestream-Folgen, also ich bin ja jetzt wieder total verschoben und wenn ihr meine Videos verfolgt, dann ist das manchmal so ein bisschen komisch, ne? Weil ich auf einmal ganz woanders bin, mit anderen Sachen und so weiter und so fort. Guck mal, jetzt sind wir gerade hier. Ja, das liegt halt immer, wie gesagt, am Livestream, wenn sich die Videos irgendwie verändert haben oder so. Ja, die Livestreams kann man natürlich dann noch gucken. Die sind manchmal da. Wenn sie dann nicht einsehbar sind, dann hat das immer seinen Grund. Dann lösche ich die halt. Entweder waren die richtig scheiße oder bei mir fehlen irgendwelche Lizenzen oder wie auch immer, dass ich das dann runternehmen muss, ne? Was ist das denn hier? Von Straße auf so? Was ist das denn für ein Übergang, Alter? War schon immer so, sag mal? Von Straße hier auf den Sandweg so komisch? Wo ist denn das? Merkwürdig. Ja, der grüne Bereich hier, das sind PvE-Zone, ne? PvEle und sowas. Da könnt ihr das Spiel anfangen, wenn ihr das noch nicht kennt. Da habt ihr eure Ruhe. In diesen grünen Kreisen hier, da können euch die Spieler immer nichts anhaben, damit ihr Bescheid wisst, ne? Also wir sind hier auch anfängerfreundlich auf unserem Server. Alles andere ist natürlich gefährlich. PvE und sowas, ihr müsst mit Überfallen rechnen. Überfällen. Ja, das hier, wo wir gerade in der Nähe sind, da können wir gleich mal rumfahren hier. Es war gerade Nacht, es war blöd wegen, ne? Licht und so, aber ich hoffe, das funktioniert. Ich lasse dann das Autolicht halt an. Die haben eine eigene Safe-Zone hier bekommen, das ist der Händler. Und dann noch hier oben die Standard-Safe-Zone im Eisland. Also so, dass man hier so einmal so schräg rüber so ein paar Ausruhestationen hat, sage ich mal. Wenn ihr da irgendwie, was ist denn, im Stress seid. Eine Maus gerade weggeklappt oder was war das? Ja. Ich hasse dieses Gewitter, ohne Scheiß. Also das war gestern im Stream auch noch so ein bisschen blöde dann wieder, ne? So, hier noch links. Dann fahren wir mal eben kurz hin zu den Händler. Der soll ja jetzt irgendwie, Crazy Car soll ja jetzt irgendwie mit dem Handelspassen zusammengelegt worden sein oder so. Also ich bin ja auch nicht immer auf dem Laufenden hier, ne? Das liegt daran, weil die Leute... Was schießt denn hier jetzt rum? Das liegt daran, weil die Leute... Ja gut, hier ist ja... Das liegt daran, weil die Leute halt, wie gesagt, Freiräume haben hier. Die können machen, was sie wollen, in Anführungsstrichen. Dann kriegen sie natürlich noch ein bisschen Hilfe von irgendwelchen Administratoren, wenn die hier solche Projekte machen, ne? Was machen die denn hier? Auf jeden Fall lustig aus. Ja, ihr seht, ich habe es gerade eben angesprochen. Es ist die Safe Zone. Hier kann man sich nicht gegenseitig abschießen. Halt dämlich. Hört sich auch vom Sound irgendwie anders an, wenn man drin ist hier, ne? Ich fahr mal lieber weiter. Also hier könnt ihr dann hin, wie gesagt, und wegen Autos und sowas fragen, wegen irgendwelchen Items und so weiter und so fort. Wir lassen die immer einfach machen, ja, wenn ihr das da alles zusammenlegen wollt, zu einer riesen Handelszone oder so. Na, die ist ja auch schon größer geworden. Ist ja auch in Ordnung. So, you have left the zone. Oben rechts steht das. Kann man das sehen? Ja, ne? Also ab jetzt wird es wieder gefährlich, Leute. Ab jetzt tut's weh. Mit den Schüssen und so weiter und so fort. Und da... ich wollte eigentlich nochmal eben kurz nach links hier. Oder warte mal, wollen wir zur Fabrik mal fahren? Oder nach links hier zum Kieswerk? Ich glaube, die Fabrik ist näher dran, ne? Ja, das Ding ist, ich habe jetzt, glaube ich, keine... Ja, also ich brauche Knacksachen, ne? Ist bei mir ist wieder alles leer, meine ich. Deswegen kann ich auch gar nicht zum Cargo fahren, ne? Wir brauchen mal eben kurz hier... Ja, Dietrich. Wer war unser Besuch? Das sage ich nicht, das siehst du dann im Video. Bin ich ja gerade rechtzeitig vorbeigekommen, ne? Da kann man mal wieder sehen, dass die Spieler da mal wieder am Rad drehen, ey. Ja, so sind sie, ne? Unsere Rasselbande, Leute.
Also ich suche jetzt einfach nur diese Dietrich-Dinger, da diese blaue Packung oder was das war. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe gar kein Nachtsichtgerät, ne? Scheiße. Ah, das wäre eine dunkle Folge, oh je. Max. Nimm mich mal mit. Weiß ich mal ins Auto rein. Also diesmal wurde ich im Livestream natürlich auch wieder komplett zerstört und alles weg und Auto weg und Boot weg und... Ja, Standard halt, Leute. Was soll ich dazu sagen? Aber nicht wegen Spielern, ne, sondern wegen... Oh, hier wurde jemand. Lol, das ist ja lustig. Man läuft rein, direkt gegen den Strand gehen gelaufen. Wegen Bugs, ne? Also ich bin tatsächlich zigmal wegen Bugs gestorben und habe alles verloren. Weil ich mal ein bisschen das Bootfahren ausprobiert habe. Also kann ich noch nicht so empfehlen. Weil manchmal, wenn du aufstehst allein schon, dann kann das sein, dass du dann absäufst mit deinem Boot zusammen und so. Also sitzen bleiben. Wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid, versucht dann nicht so viel immer auf- und abzusteigen oder so, ne, sondern bleibt immer konstant fest sitzen, dann passiert am wenigsten. Was auch lustig war, ist, wo ich auf dem Boot gefahren bin, dass dann auf einmal die Energie weg war, weißt du? Also die Luft, ne? Der ist abgesoffen, obwohl ich auf dem Boot war. Ich bin ganz normal mit dem Boot gefahren und der Sauerstoff wurde immer weniger, ne? Total bescheuert. Also echt wieder, immer wieder neue komische Fehler hier, ne? Alter, das ist so dunkel, ich finde ja nicht mal hier die Tür. Aber da waren wir schon, das ist ein alter Schuppen. Na komm, lass uns hier abhauen. Was auch geil wäre, wenn die Armatur mal ein bisschen leuchten würde, ne? Hier. Und ein paar Blinklichter und sowas da reinmachen, ne? Das wäre auch nice. So, Richtung Flugbahnhof oder was? Wir sind da. Richtung EMA. Langskräbsen. Benzinkanister brauche ich noch. Also ich muss mein Auto hier noch ein bisschen fertig machen, wie gesagt. Ich glaube, mir fehlen viele, viele Sachen wieder. Links hoch. Blink, 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 blink. Umkehrradius hier von 30 Metern. Jetzt haben wir schon Mai, weil Alter, wie die Zeit umgeht, Leute. Und ich habe angefangen, meinen Maitrunk zu trinken. Kennt ihr sowas? Müsst ihr mal bei Google eingeben. Maitrunk. Das liegt Robert, das ist schon wieder unterwegs hier. Jeden dritten Tag trinke ich jetzt hier so einen morgens auf nicht in den Magen, so einen Maitrunk. Irgendwie, das ist irgendwie Wein mit Honig und. Warte mal eben, das ist ein Dings hier. Oh Mann, die Bremsen, das ist echt schlecht, das Auto. Aber alle Autos sind so, nicht nur dieser hier. Ist langsam, die Bremsen sind scheiße, der Lenkradius ist kacke. Aber man ist ja zufrieden, ne? Naja, also Wein ist da drin, dann Bio-Honig, alles Bio halt. Und dann noch Wermut irgendwie, also das schmeckt wie Medizin, ganz komisch. Ist nicht so der Brüller, dass du sagst, ey, so ein Gummibärensaft da, ne? Und das soll man von Mai bis Oktober irgendwie trinken, Alter. Das versuche ich gerade mal zu machen, so einfach so. So eine Kur irgendwie los, was, ne? Wem das interessiert, so Thema Gesundheit oder Entschlacken, Entgiften und alles mögliche, ne? So! Wir haben jetzt wieder überall die Roboter stehen, habt ihr gesehen, ne? Die sind ein bisschen runtergeschraubt, dafür sind sie aber überall jetzt. Also, der Schaden ist ein bisschen runter, dafür ist die Masse gestiegen. Also, ich wurde aber auch schon von einem kaputt gehauen, ne? Also, ich wurde schon kaputt gehauen. Und er lässt auch dann mal eben kurz das Auto explodieren, ne? Da kennt der Robby nix. Da kommt er angelatscht, tritt da einmal gegen das Auto gegen und das explodiert, war ätzend. Ja, eine Woche Pause gehabt. Man muss sich auch ein bisschen mehr um Privates kümmern, das ist nun mal so. In Zeiten, wo wir alle diverse Herausforderungen stemmen müssen, nicht wahr, nicht? Und da bin ich auch keine Ausnahme. So, ich mache hier mal Licht aus wegen Stromsparen. Der bleibt jetzt erstmal stehen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt noch ein bisschen was sehen, liebe Leute. Ansonsten ist es total spannend gerade, was hier abgeht, falls ihr nichts sehen könnt. Ist total gefährlich und echt übel, Mann. Also es lohnt sich immer hier zu abonnieren. So, Zucker essen. Nein, in diesem Video ist das ja so, ich zeige den Leuten das Spiel, die das nicht kennen, so wie es halt ist. Ne? Ich schneide hier nichts raus oder sowas. Viele YouTuber und so, die schneiden ja immer nur die besten Sachen so zusammen, ne? Und wenn du denn das Spiel selber hast, dann läufst du erstmal eine Stunde lang und nichts passiert, so nach dem Motto, ne? Also deswegen will ich hier das so machen, dass man da einmal real sieht, wie das Spiel hier wirklich ist. Und einmal unreal, jeden zweiten Tag, wenn ich die Spieler beobachte, da wird dann geschnitten, was das Zeug hält.
Geschnitzeltes geschnitten wird hier. Jetzt muss ich ja auch knacken, ne? Aber ich habe immer noch keine Dings hier. Also es muss doch mal irgendwie alles. Ich hoffe, ich finde hier unbedingt mal langsam irgendwie hier so ein Licht oder eine Lampe oder sowas. Das ist ja eine Zumutung für euch wahrscheinlich, ne? Guck mal hier, das ist auch wieder übel, Alter. Uiui. Vitamin D fehlt. Depression kriegt mein Typ hier. Oh nein! Komm schon, find doch mal eine Lampe irgendwie oder sowas. Ach. Was zu sagen. Ich sehe es wieder bei der. Ich sehe. Können wir auch noch trinken? Jo. Ihm ist kalt, ne? Ist klitschnass. Was, Robby? Robby? Ja. Ach, reagiert gar nicht auf die Dose. Schwierig, oder was? Hättest gedacht, der dreht sich da so hin und guckt da hin, weißt du? Hier ist eine Tür, ich kann sie selber kaum sehen. Ja, typische Nachtfolge, ne? Das ist aber auch logisch gewesen, oder? Wenn ich anfange hier, ist erstmal Nacht. Ist ja auch eine Hexe. Was ist hier? Gleich, damit Robby uns nicht hört oder sieht. So immer. Gut, muss ich hier so einzelne Nadeln nehmen oder was? Bin ich gar nicht gewohnt. Soll irgendwo ein Paket sein, Mensch. Bandage gibt es auch irgendwie weniger als wie früher, ne? Dann mache ich mir jetzt mal eben hier raus ein. Also anscheinend scheine ich ja nur die Dinge zu finden. Oha, wir haben eine Kerze gefunden, Leute. Feuer anzünden. Feuer anzünden. Kann ich das Leveln jetzt das anzünden oder was? Funktioniert ja hier, warte mal, ich mach mal, ja. Cool. Kann ich ein bisschen besser sehen, oder? Ja, besser als nix. Und da haben wir auch schon unser Päckchen, was ich haben wollte. Guck mal. Raus aus der Schublade. Und herstellen Diederich. So, dann können wir unten die Schränke knacken. Und theoretisch auch. Ich mach mal die Kerze mal eben hier hin. Ist auch schon wieder ausgegangen hier, Frechheit. Theoretisch auch diesen Cargo machen jetzt, ne? Aber der ist wahrscheinlich schon weg, so langsam wie das jetzt alles vonstatten geht. Also das ist aber auch ein entspanntes Spiel. Also man muss hier nicht immer hetzen oder sowas. Ne? Ist ja kein Call of Duty oder sowas. Ganz geschillt und langsam. Ist auch gesünder. Gehen wir in dieses Menü. Also wir können ja hier rechte Maustaste und Dietrich herstellen. Geht aber schneller, wenn ihr hier rauf geht, ne? Dietrich herstellen. Brauchst du nur immer hier unten klicken und er sucht sich das dann automatisch und das geht wesentlich schneller. Ich glaube, ich habe ihn mir mal gezeigt, ne? Ich habe das immer so einzeln gemacht. Das hat ja Stunden gedauert. Wieso machst du das denn nicht übers Crafting Menü? Ja, man spielt ja nur 2 Jahre Scoom, ne? Aber es verändert sich auch immer wieder was, Leute. Ich freue mich schon, wenn die Kochdinge hier funktionieren. Ich denke mal, dann geht die Heilung auch schneller hoch, ne? Wenn man verletzt ist oder so und du hast so einen geilen... Oder hier mit den Vitaminen und den ganzen Scheiß, ne? Wenn man dann da so einen geilen Topf da mit sich trägt und dann daraus isst oder so. Wobei, der Topf ist übertrieben, ne? Der füllt ja den ganzen Rucksack aus. So, das Ding nehmen wir auch wieder in Hand. Die Spieler müssen ja sehen, wo sie hinschießen sollen, ne? Ja, was willst du machen? Ohne Licht kannst du auch nichts sehen, ne? Oh, die Küche. Da sind wir richtig. Ja, Schoki. Warte. Ich kann stellen. Und Schoki essen. Zucker geht hoch. Gut, so passt. Ein bisschen trinken muss ich noch. Und danach müssen wir nochmal... Also wenn ich Vitamine finde, irgendwie müssen wir das auf jeden Fall mitnehmen. So. Zack.
Das können wir wieder nach unten. Hier sind nochmal die Dinger, ne? Die Schränke zum Knacken. Da will ich nochmal eben kurz gucken. Ja, nichts oder was? Was ist euer Ernst? Was soll denn das? War hier schon einer? Wie viel haben wir drauf? 18 Leute. Wie spät haben wir es? 11 Uhr. Vormittag spiele ich gerade, Leute. In der Woche. Oh, nee, echt. Das ist aber Hammer hier. Das habe ich noch nie gefunden. Also das ist echt mega. Selten immer das Ding mitnehmen hier, wenn ihr das findet. Ein Kärtchen ist auch nicht schlecht. Für welchen Bunker ist es denn? D1. Das freut mich jetzt aber, dass wir hier diese... Also in meinen Augen ist das das beste Visierding. Aber es gibt ja viele. Also es muss nicht so sein. Aber für, ich finde, für mich find das Ding immer, ist immer noch das Beste. Ich habe es auch drauf hier, das Ding hier. Und die Dinger immer mitnehmen, ne? Also die sind wirklich selten, finde ich jedenfalls. Ich sehe die ja kaum. Muss ich wieder anzünden? Geht das Feuerzeug bald leer, Leute? Hab ich noch Zeit? Lass mal sehen. Oh nee, ey, die Zeit, die rennt auch immer, ne? Wo ist der Idiot? Da hinten ist er. Ah, mach doch zu, Alter. Ja, das war klar, weil das mal alles so lange dauert, Mann. Ey. So, jetzt können wir ein bisschen besser sehen. Robby, entspann dich mal. Ja, der andere Roboter, ich bin über den Flugbahnhof gefahren. Und da hat er mich tatsächlich da rausgeballert, Alter. Hätte ich nicht gedacht, ne? Der hat mir alle Reifen zerschossen und dann konnte ich nicht mehr wegfahren. Und danach hat er mich in Ruhe rausgeschossen aus dem Auto. Und dann lief er zu meinem Auto hin, hat da zweimal gegengetreten und das Auto ist direkt explodiert. Das war schon richtig nice. Also eine volle Packung gekriegt von Robby, ne? Den Vogel nehme ich auch mal mit. Also die sind ein bisschen weniger jetzt mit den Schüssen, also ein bisschen weniger Schaden, sage ich mal. Aber trotzdem, also die... Es tut trotzdem noch ziemlich aua, ne? Müsst ihr mal ausprobieren. Also da müsst ihr noch Respekt vor haben vor den Viechern, das ist halt nun mal so. Guck mal, jetzt wird es langsam gemütlich. Musik! Licht haben wir. Wow! Oh nein! Ich muss mal eine Tablette essen, Alter. Oh, scheiße, nein! Okay. Ich sag ja, es wird langsam gemütlich, ne? Schön Licht und Musik und schon sind wir tot. Ihr habt's gesehen. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, liebe Leute, um euch nochmal zu zeigen, wie gefährlich die Roboter sein können, auch wenn die ein bisschen gedrosselter sind. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir die auf Standard hätten. Wir hätten zwei Kugeln gereicht, dann wäre ich tot gewesen, Alter. Also. Es ist, wie es ist. Ich habe mal wieder alles hier geschrottet. Wie soll das anders sein? Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt. Morgen dann schon wieder und dann. Bis dann.